Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Plays Lime Ranger. Ja, letztens hatten wir die Wüste ein wenig erkundet und unsere Beute habe ich noch hier im Inventar. Die Hühner habe ich aufgehoben, weil wir ja noch da diesen schönen großen Gordo hatten, den wir wegbekommen wollen. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal um unsere Tierchen kümmern, die alle doch ein wenig hungrig sind. Beziehungsweise wir müssen auch erstmal unsere Schleime irgendwo ablegen. Und ich hatte mir überlegt, dass ich diese Derwisch und diese Mosaik-Schleime kreuze. Brauche jetzt nur einen schönen Platz dafür. Und ich glaube, ich werde das beim Labor machen. Dann können die mich nämlich nicht mehr nerven. Eins zu kurz. So. Labor ist außerdem ein gutes Stichwort, da ich nicht dauernd diesen ewigen Weg zur Wüste gehen möchte. Möchte ich mir gerne einen Teleporter basteln. Wo machen wir euch jetzt hin? Ja, sagen wir hier. So, wir wollen ein Gehege mit hohen Runden. Musikbox. Ja, mit. Auch braucht ihr nicht. Ja, kriegt ihr. Okay, der Rest ist Luxus. Ja, ein Teleporter. Und dann muss man erst mal schauen, was wir dafür brauchen. Ich versuche bitte einigermaßen drin zu bleiben. So, ich muss auch mal direkt schauen, was ihr eigentlich für Futter brauchtet. So, Phosphor. Das muss natürlich alles weiter unten sein. So, Mosaik mag Silberwurzel. Wer mag die Pieksbirne? Beides habe ich aktuell natürlich noch nicht bei mir. Macht keinen Ärger. Das Problem ist, umso sie wütender werden, umso mehr machen die. Okay, hier sind die Ressourcen reinzutun. Wenn ich das anklicke, geht das dann weg. Ja, die Plots und dann die ganze Sache, die man herstellen kann. Aber wir müssen erstmal schauen. Ein Bohrer. Ja, da müsst ihr natürlich erstmal Sachen bauen. Das war hier drüben irgendwo, genau. So, fortgeschrittener Bohrer, der mehr Ressourcen baut. Mit größerer Chance seltener. Aha, aha. Was ist das? Ressourcen unter der Erde abzusaugen. Okay, das sind die ursprünglichen. Ein Set für zwei Teleporter, das so verwendet werden kann, deine ganz eigene Verbindung. Auch wenn er pink ist, wird es wohl das sein. Aha. Okay. Muss erst noch ein bisschen Geld zusammen. Oh, nee, das reicht. So, dann schauen wir mal, was wir dafür benötigen würden. Pinker Teleporter, 25 Pingeplots. Tiefensohle, das wird wahrscheinlich was sein, was man irgendwo ausgraben kann. Hexerwabe, ähnlich. Der Diamant, ähnlich. Was macht denn der Extraktor? Ja. Exklusive Ressourcen, wenn man ihn in der korrekten Zone verwendet. Pumpen besondere Ressourcen im trockenen Riff. Bohrer in Indigo-Steinbruch und Bienenhäuser in dem Moosbeet. Okay. Theoretisch sollte ich also mal so einen haben. Brauche aber verschiedene Plots. Okay. Hier muss dann noch später was hin. Gehen wir mal rücklings. Ach so. Stimmt, mit die Feuerschleime bräuchte ich auch ein Gehege, wiederum Geld. Ist gar nicht so einfach. So. Gerade eben wuchs hier noch was. Na gut, dann müssen wir noch mal kurz schauen. Was macht ihr so sehr? So, wo seid ihr? Was hab ich euch nochmal. Ach, euch habe ich noch gar nicht gekreuzt, genau. Ich brauche verzwickte Zwiebeln. Glaube ich nicht. Nein. Nein. Oh, ja. Da müssen wir also aufpassen, dass wir dann Vorrat wieder anlegen. So. Ganz cool bleiben. Das können wir, denke ich, zu Geld machen. Den Höchst habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass ich das Teil schneiden kann. So, ja.
Okay, ich gehe mal davon aus, das heißt, dass alle mehr oder weniger weg sind. Aha, hier nicht. Aber einige sind vertrocknet oder so. Ja gut, brauche ich auch wieder. Zack. Zack. Hast du auch noch was? Okay. Die ist ins Nirvana geflogen, offenbar. Ich weiß, ihr habt Hunger. Mehr kann ich gerade nicht geben. So. So, Minzmanko. Was war das? Oka Oka. Wofür war Oka Oka? Erstmal zum Reinlegen wieder. Ach nee, ich weiß natürlich, für drüben mein Freigehege. Da könnte ich tatsächlich so ein bisschen Geld absahen. Ich überlege, ob ich noch einen Oka Oka mitnehme. Nee, machen wir nicht. So. Okay. Okay, eigentlich ist das ja der Sinn vom Farming-Spiel, ne? So, es klingt so schön. Ihr habt alles aufgefressen, aber liegen tut nirgends was. Das ist mir doch ein bisschen suspekt, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal davon aus, das bedeutet, dass ihr mich reinlegt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie geht das? Die sind nicht alle auf einmal leer geworden und nichts da geblieben. Ne, einsammle ich nicht ein, also. Nein. Hühner brauchen wir gleich zum Opfern. Ist ein bisschen unzufriedenstellend. So. Jetzt ist die Frage, wo kann ich euch denn mal hinsetzen, wenn ich gleich abhaut? So. Schön da bleiben. Zumindest einigermaßen. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass natürlich auch meine schönen Erdbeeren hier alle weg sind. Ah, war klar. Ach, da sind noch ein paar. Nein, nicht futtern. Schleime, ihr macht es mir manchmal schwer. Aber ich habe jetzt schon eine Idee, wie wir das machen. Genau, mit Juhu. So, damit das alles ein bisschen wachsen kann und das jetzt, so wie es aktuell ist, nicht mehr Sinn macht, in die Wüste zu gehen. Gehe ich jetzt erstmal ganz normal in die Pampa und hole mir ein paar Plots, die ich reinlegen kann zum Craften. So. Kann ich theoretisch auch mitnehmen. Ist zwar nicht das Lieblingsfutter, aber nein. Euch nehme ich nicht mit. Danke für das Angebot. Okay, das eine Hühnchen, das jetzt hier. Das läuft heute aber ein bisschen schleppend, muss ich gestehen. Ja, ihr mögt mich alle, ich weiß. Und hier darf ich euch auch morgen. So, ja, okay, ich würde mit und dann zurückgehen. Ach, da sind wir schon da. Aktuell hab ich auf euch wirklich keine. Sorry. Ich muss mal kurz weg. Ist noch irgendwo einer? Nee. Was gefuttert? Nee, ich werfe euch ja haufenweise Mörlis hin und ihr esst nicht. Gut.
streikt ihr halt. Meine essen das auch. So. Huch. Einmal zu früh. So, das ist schon schwer geworden. Okay. 27 reichen theoretisch ja gerade mal für einen Bohrer. Ich weiß, die Raffinerie. Wir tun auch da gleich was rein. Keinen Stress, bitte. So, hier. Damit ihr erst ein bisschen mehr Geld bekommt. Für euch lege ich später was an, sobald ich die entsprechenden Sachen habe. So, was ist das eigentlich? Achso, hier habe ich dann die Übersicht, okay. Oh. Ja, wir kaufen dann ja dort was, wenn es soweit ist. So, hier ist schon was gewachsen, sehr schön. So, Zwiebel fütter ich diesmal nicht. Die lasse ich da. Das Vorrat. Ernsthaft, die hat gerade mal eine verzwickte Zwiebel vorgebracht. Ja, das ist aber auch keine Leistung. Ich tue ja gerade mal meinen Vorrat wieder um einen Tag hin. Oh ja, das hätte ich bei uns noch machen müssen. Tut mir leid, Schleimis, hab's vergessen. Ihr kriegt gleich wieder was. Allerdings, ihr habt nichts produziert, ne? Also, selber schuld. Da noch rein. Wäre mir nett, wenn ihr dann nicht abhauen würdet, aber ich hänge mich da nicht rein. Ah. Kommen ja ein paar Minuten wieder. Die letzten drei Ockers. Wir sind keine Freunde. Werde ich nicht mal am schnellsten los. Dein das Wasser. Stell mir vor, du hättest das gegessen. Hätte ich ein Riesenproblem. Das ist nicht nett von dir. So. Okay. Ja, die Wüste ist halt so weit weg. Kann sein, dass ich da wirklich zu lange war. Und die ganze Ernte quasi verdorben war. War für mich jetzt auch Premiere. Hab ich noch nie erlebt. Das wäre eigentlich auch noch eine tolle Sache, wenn man irgendwas bauen könnte, dass die Bäume wieder nachwachsen, meinetwegen auch gegen Geld. So, ja, ihr kriegt auch was. Immerhin habe ich euch nicht mit Absicht vergessen. Du bist mir aber auch schon wieder zweit im Ausgang gekommen. Tschüss. So. Reicht eigentlich auch zum Anpflanzen. Zack. Geh weg. Zack. Und zack, dann läuft die Sache ja auch wieder. Im Gegensatz zu mir, ich falle.
Da haben wir das. Gut, tun ein bisschen ernten. Wow. Okay. Ja, da können wir schon einiges verkaufen. Boah, lohnt sich eigentlich so gleich nochmal hier. Ein paar Pflanzen brauchen noch Vorrat, weiß ich. Hätte ich auch vielleicht eher dran denken müssen, aber okay. Jetzt kriegen wir alles. Ich frage eigentlich, welches Gemüse mitnehmen. Ich kann 4 Stück mitnehmen. Stein, Miet. Ja, nehmen wir auch wieder Honig mit. Haha, da kann ich auch kein Hühnchen mitnehmen. Hä? Tricky, tricky, tricky. Okay. Nehmen wir die Hühnchen mit und dann bloß nichts mit Pflanzen. Sammeln wir auch erstmal ein. Okay. Das Quietsche. Unglaublich. Upsa, okay. Das wird Geld. Wie sehr mich den Baumeister da nervt. Das wird jetzt so lange dastehen, bis ich was kaufe, bis ich die Farm verlasse. Aber wenn ich wieder reinkomme, wird es wieder stehen. So, wie ich sehe, haben wir auch Post. Nee, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Gut, dann ist halt morgen. Ich wollte eigentlich die Mails lesen, Leute. Mhm. Jetzt könnte ich natürlich so klug tun und sagen, ach, war doch geplant, ne, wenn ich die ganze Ernte habe. Problem ist eine verdammte Lüge. Aber okay. Ein paar lasse ich mal hier. Man weiß ja nie. Ach, nee, voll. So. Ihr kriegt die jetzt nicht. Denn wir bauen jetzt unsere Feuerstellungsgehege aus. Deswegen Feuerstellung ist auch eher so eine Art dekorative Sache. Denn wie die Wasserschleims kann man sie nicht kreuzen. Und ja, sie bringen eigentlich nicht wirklich viel. Verbrauchen aber relativ viel. Bei ihnen muss man nämlich, jetzt muss ich überlegen, Verbrennungsanlage, glaube ich, bauen. Ja, man braucht die. Gibt nebenbei auch ein Achievement, wenn man Küken verbrennt. Schon getestet. So. Das verstehe ich allerdings nicht genau. Ein Aschraloser, die Asche vom Brand Futter aufzahlen. Okay. Das suchen wir. So, und jetzt sind die wo, glaube ich, dann einfach hier rein zu. Ist wieder so, dass nur 5 maximal kann. Mal gucken. So. Wie ihr seht, wenn ich jetzt hier. Oh. Jetzt ist die Frage, ob das alles ins Leere geht, weil füllen tut sich der Trog nicht. Wenn ich irgendwann noch nicht aufpasse, produziert ihr eigentlich was, wenn ich das jetzt wieder rausnehme? Weil dann könnte ich. Huch! Na, okay. Ich vertraue euch jetzt mal. Bitte enttäuscht mich nicht zu sehr. Okay, dann sammeln wir hier erstmal wieder ein.
Na komm, Sau. So, Geld haben wir genug, das heißt, den Rest werde ich mal ins Labor geben. So, Karotten hier für euch. Zwiebel fürs Lager. Stopp. Genau, die Seite. Schon wieder alle? So, das ist genügend. Ja, wird heute wohl mal ein Farmtag. Muss aber auch mal sein. Na komm da runter. Nein, bitte. Tut so, als ging es mir um Leben. Okay, erstmal abliefern. Stopp. Wir wollen das ins Labor geben. Und dann kaufen wir was in den Baumeisterladen, wenn diese Nachricht hier mal weggeht. Ich frage mich, wie lange die denken, dass ich das zum Lesen brauche. Damit ich das auch wirklich kapiere. So. Okay, kaufen wir mal was. So, der bessere Bohrer. Pumpe, Bienenhaus. Ja, und das Swap-Depot, so. Jetzt sagen sie wahrscheinlich gleich der was her, weil das der nächste logische Schritt in der Reihenfolge wäre. Oh, wer hätte das gedacht? Okay. Noch ein bisschen sammeln. Wie sieht's bei euch aus? Okay. Gucken wir mal, ob wir dann was herstellen können. So, du bist nicht. Hier, Schlaraffenland. Das hab ich mir gedacht, dass das jetzt hier ein beliebter Ort ist. Die geilste Location der ganzen Welt. So. Ja, wenn das Ziel des Spiels einfach nur wäre, Geld zu machen, so à la Harvest Moon, zumindest die früheren Teile, okay, hat ja auch eine soziale Komponente gehabt, dann wäre man wahrscheinlich ab dem Punkt jetzt fertig. So, komm, ich kann 50 von eintragen, einen Wert wieder noch haben. So, damit ihr mal, damit nicht aber alle hier rumwuselt, schieben wir euch mal hier. Das würde ich hoffentlich bestimmen. Auch das packen wir jetzt da rein. Irgendwann haben wir genug. Zumindest für den Bohrer, damit wir die besseren Materialien bekommen, mit denen wir wiederum weiterkommen.
als Heiler soll ich von den Wasserslimes einen Fall mitnehmen. Eigentlich muss ich dann mal extra laufen. Brauche ich die für irgendwas? Nein. Dasselbe noch mehr. Nö. Okay, da spare ich mir nämlich einen Laufweg. Was nicht besser sein könnte. So, damit ich platzieren kann, muss ich nach unten drücken. Okay. Es sieht immer so aus, als würde es nicht wachsen, aber es kommt auch mal raus. So. Ich sehe schon, ich darf gleich wieder mal anpflanzen. Die Hühner haben sich clever über die ganze Farm verteilt. Bomben. Könntest du bitte saugen? So, mal kurz das Tutorial zu erklären. Ich kann zwischen diesem Modus hier in den Gerätemodus wechseln. Und ja, in dem Modus kann ich halt das machen, was ich die ganze Zeit quasi gerade mache. Sprich, saugen, ernten, etc. und auch WP. Autsch. In dem Gerätemodus kann ich Geräte platzieren. Warum gehst du nicht von alleine? Muss ich aber eigentlich machen. Ja, von alleine scheint ja keine Lust zu haben, hier auf die Felder zu gehen. Deswegen, ab damit. Irgendwer wird schon futtern. So. Ich hätte ja gedacht, wir würden es heute jetzt noch schaffen, noch mal in die Wüste zu gehen. Aber wenn ich schon so die Zeit sehe, die langsam weiter voranschreitet, wird das wohl nichts. Da bereiten wir lieber alles vor, dass wir nächstes Mal dafür in der Wüste quasi richtig durchstarten können. Das denke ich besser. Als jetzt so eine halbe Sache zu machen und dann in der Eile wieder rumzuhetzen. Das machen wir ganz chillig. So, ich sollte einfach eigentlich ungefähr was gleiche haben vom Verhältnis her. Aber okay. So. Jetzt esst ihr doch langsam. Muss euch nur dazu zwingen. So, okay, jetzt bin ich voll. Wir wollen das doch in die Forschungsabteilung bringen. Aha, hier wächst noch ein bisschen was nach. Sehr gut. Ich sehe hier, habt ihr schon wieder viel verbraten. Ich werde euch aber wahrscheinlich, wenn ich euch den nicht brauchen sollte, direkt sterben lassen, weil es teilweise mir doch ein bisschen zu anstrengend für euch. Bei dem Wasser ist es schön, die tun wir unendlich aus diesem Wasserfall quasi ziehen, die Sache hat sich erledigt. Aber bei den Feuern muss ich auch manuell nachfüttern. Ist jetzt nicht so genau das, was ich mir vorstelle. Okay. Fortgeschrittener Bohrer. Wir sollten von allem ein bisschen was haben, glaube ich. Ach ja, die Pink Plots. Na gut, wir haben einen Bohrer, da können wir jetzt mal zeigen, wie es ist. So, schauen wir in die Slimepedia. Bei, ich glaube, Anleitungen. Okay, ich mache es mal ganz einfach. Ich habe ja gerade gelernt, wie es geht.
Mehr Info. Extraktoren, okay. So, kann exklusive Rohstoffe abbauen, wenn man ihn in der korrekten Zone verwendet. Pumpen. Bohrer. Können eine besondere Ressource im Indigo-Steinbruch finden. Da bringen wir den doch mal dahin. Ist nur die Frage, wo sehe ich ihn? Wenn du den Bauplatz gefunden hast, dann geh nach. Na, hier zum Beispiel. Das Menü zu platzieren. Okay. Man kann die also auch nicht irgendwo platzieren, sondern an bestimmten Orten. So, jetzt überlege ich, was müssen wir mitnehmen. Wir müssen schon auf die Wüste vorbereiten. Dann brauchen wir, habe ich gesagt, wir nehmen mit Mizi. Eins. Wir sehen, wie viel wir brauchen. 10 sollten Erfahrungspunkte sein. Die Hühnchen. Sofern sie sich nicht ganz über meine Farm verteilt haben. Ich höre euch, aber sehen tue ich euch nicht. Da. Ja, habt ihr schon ganz schön verteilt. So. Ja, ich glaube, ich hatte deutlich mehr. Okay, ich möchte jetzt aber auch nicht ewig nach Hühnchen suchen. Das ist unterwegs wahrscheinlich ein bisschen schneller gemacht. Okay, dann versuchen wir das mal zu platzieren. Im Indigo-Steinbruch. Ist ja recht leicht zu finden. Sei denn, man läuft gegen eine Wand wie ich fast. So. Hühnchen! Moins. Moins. Hängst du da oben fest? Komm, ich rette dich. Und dich. Okay, ich glaube, da wird gerade eins vertilgt. So. Indigo-Stein. Schnell die Hühnchen weg. Ach, keine Chance für euch. Ha! Doch! Ich glaube, zwei habe ich bekommen zusammen. Alter, du bist doch nicht das Richtige holen. Aber ihr, euch kann ich noch nehmen. Schnell kommt. So. Indigo-Steinbruch war doch aber technisch hier irgendwo. Weil das ist schon sonst zu weit. Okay, nochmal zurück. Muss ich großzügig dran vorbeigeschlittert sein? War der wirklich nicht auf der linken Seite? Doch da. Ist schon verborgen, okay. So, wann gilt es denn als Indigo-Steinbruch? Hi. Huch, gucken wir mal, wo wir einen Bauplatz finden. So, na, sieht doch schön aus. So, unser fortgeschrittener Bohrer, der hält 3 Zyklen. So, in 22 Minuten spuckt er uns einen Rohstoff aus. Mal gucken. So, dann sagen sie uns, dass wir fertig sind. Ich will den Modus wieder wechseln. So, wenn ich zunächst einfach mal merke, wo ich hin soll, machen wir erst dann wieder raus. Oh nein, ich bin kreisgerannt. Okay. Dann gehen wir einen Schritt langsamer. Jetzt mach ich das schneller. Ah, neuer Teleporter. Ist die Frage, ob der nur eine andere Farbe hat. Oder ob der eine andere Funktion hat. Selbst mit 2 Teleporter. So. Dass dazu verhindert werden kann, deinen ganz eigenen Verbindung für schnellen Transport einsetzen. Wortwörtlich die Sache in Blau. So. Wie gesagt, wir begeben uns schon mal ein bisschen in die Richtung. Dann geht es das nächste Mal schneller. Okay, ich würde sagen, an dem Punkt machen wir für heute Schluss. Da haben wir auch mal grundsätzlich gesehen, wie das jetzt aussieht mit den Materialien. Und ja, ich hoffe, dass wir dann irgendwann so weit bekommen, dass wir einen Teleporter haben und ich mir den Laufweg sparen kann.
In der nächsten Folge werden wir versuchen, in der Wüste den großen Gordo zu füttern. Das mit den Hühnchen. Hier sollte hoffentlich dann bald langsam reichen. Ich hatte ja schon was reingesteckt. Und ja, wir versuchen die Wüste ein bisschen zum Leben zu bringen. Und vielleicht auch an den letzten Schleim, den Tangelschleim, ranzukommen, den ich gerne mit dem Kristallschleim kreuzen möchte. Ah, Schatzknacker gibt zu kaufen. Okay, das ist auch das nächste Mal. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.